Heute gibt es ein Video fürs kleine Modebudget. Ich habe mich bei H&M mal auf die Suche gemacht nach Teilen, die sehr hochwertig wirken, die aus guten Materialien sind, von denen man viele Jahre was hat, weil sie einfach zeitlos sind. Die Teile sind speziell für den Sommer und für den Urlaub gedacht. Ach so, und bei Mango bin ich auch noch gelandet, da habe ich auch noch ein paar schöne Teile gefunden. Ambitioniert wie ich bin, die zeige ich euch auch gleich. Ja, dann müsst ihr nicht das gesamte Sortiment in den Shops durchkämmen auf der Suche nach den besten Sommersachen. Es sind auch ein paar Flops dabei, die zeige ich auch und erkläre kurz, warum die nichts können. Ja, und gebe generell Tipps, wie man mit kleinem Modebudget clever shoppt, um wie $1 Million auszusehen, wie man auf Englisch so schön sagt. Und wie immer sind alle Teile verlinkt, einmal direkt hier oben und unter dem Video, und ich schreibe auch dazu, wenn die Teile nicht größengerecht ausfallen. Ich starte mal mit Schuhen, und zwar Espadrilles, und ich zeige euch erstmal ein paar Espadrilles, die ich vor ein paar Jahren gekauft habe. Die sind von Castanier, das ist eine spanische Marke, die einfach sehr schöne, hochwertige Espadrilles herstellt. Aber das Problem ist, Espadrilles gehen immer irgendwann kaputt oder werden schmutzig. Deswegen würde ich dafür nicht mehr so viel Geld ausgeben, wie ich für diese ausgegeben habe. Das waren so ungefähr 100 Euro. Schaut mal hier. Die sind hinten jetzt recht schmutzig geworden und diesen Schmutz kriegt man auch nicht mehr ab. Wie soll man die bitte säubern? Also, es gibt ja auch Espadrilles von Chanel zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, da kann man ja gleich seine Scheine glatt ziehen und in den Gulli reinfallen lassen. Ich weiß nicht. Also, ich meine, die kann man auch günstig kaufen. Und ich habe die hier bei H&M gefunden. Das sind so Slipper für alle, die es gemütlich lieben und die keine Lust haben, immer groß rumzuschnüren. Also, ich liebe sowas zum Beispiel, wenn ich einfach mal schnell aus dem Haus muss. Die sind eher was für einen schmalen Fuß, würde ich sagen. Wenn ihr einen sehr breiten Fuß habt, dann könntet ihr hier Probleme kriegen. So, und alle, die so ein bisschen mehr Glam in ihrem Leben lieben, für die ist so ein Schuh genau richtig. Die haben hier so ganz dünne Riemchen mit Strass drauf. Das sieht auch kein bisschen billig aus. Das sieht wirklich sehr hochwertig aus. Das ist auch eher was für einen schmalen Fuß, muss ich sagen. Da wird man also mit einem breiten hier vorne gar nicht reinkommen, beziehungsweise das wird sofort wehtun und Blasen verursachen. Aber wenn ihr schmale Füße habt, die sind wirklich schön und man muss einfach damit rechnen, dass die irgendwann kaputt gehen. Und ja, Regen ist der natürliche Feind von Espadrilles, also kann man nicht immer vermeiden. Irgendwann kommt man vielleicht in den Regen, dann muss man einfach den Dingern Tschüss sagen, so traurig es ist. So, Nummer 2 ist ein Tanktop. Dafür muss man bei einem kleinen Modebudget auch nicht viel Geld ausgeben. Tanktops sind ja sehr angesagt dieses Jahr und ja, ich sehe die auch nicht aus der Mode gehen. Ist einfach ein Basic. Ist toll, wenn ihr einen cool, androgynen Stil habt oder ihr liebt Stilbrüche, sowas zum Beispiel zu einem femininen Rock. Sieht auch top aus. So, ich habe mir auch ein teureres Tanktop gekauft vor einigen Monaten. Da habe ich mich influenzen lassen. Das ist von Loewe, das hat dieses kleine Emblem hier. Ich finde das irgendwie süß zu schwarzen Teilen, aber das ist exakt dasselbe Material wie das hier von H&M. Ja, und das hier zu einem Bruchteil des Preises. Also, da kann man auch auf das Emblem verzichten, finde ich, oder? Weiter geht's mit einer Leinenbluse, die ihr schon aus meinem letzten Video kennt, wenn ihr treue Zuschauerin seid, was ich doch sehr hoffe. Ja, diese Bluse ist für mich eines der Highlights bei H&M im Moment. Und ja, Leinen sowie auch diese etwas dickeren Blockstreifen in hellblau wirken immer sehr hochwertig, luxuriös. Ja, toll, wenn ihr also den Preppy-Style liebt oder einfach, wenn ihr zeitlose, hochwertige Basics, Streifen und Leinen mögt. Hier ist euer Sommerteil 2023. Die kann man im Büro zur feinen Hose kombinieren, im Eiscafé zu einer Chinohose oder Shorts und am Strand zu Badeanzug oder Bikini. Die Capsule Wardrobe lässt grüßen. Ja, und diese Bluse ist so ein bisschen oversized, aber nicht allzu sehr. Ich trage die eine Nummer kleiner als üblich, einfach weil mir oversized nicht so gut steht und ich mag es auch nicht so gerne. An anderen Frauen finde ich es aber oft sehr cool. Dann noch eine andere Bluse, die ich euch auch schon in einem Video gezeigt habe. Die besteht, anders als die erste, nicht zu 100% aus Leinen, sondern nur zu 30% und zu 70% aus Baumwolle. Super für alle, die den Leinen-Look lieben, aber das Knittern nicht mögen. Das schreibt ihr mir immer wieder. Also mich stört der Knitter überhaupt nicht. Der gehört einfach zum Leinen dazu. Und schaut mal, hier habe ich jetzt auch schon Sitzfalten. Aber mich stört das nicht. Einige von euch werden da schon die Nase rümpfen. Mich persönlich stört es null. Und jeder,
der nicht hinterm Mond lebt, weiß, dass Leinen nun mal knittert. Es wirkt aber nie billig oder nachlässig bei Leinen. Naja, aber für die, die es trotzdem stört, der Knitter, das ist ja immer ein persönliches Empfinden, für die ist diese Bluse hier toll. Die ist auch leicht oversized geschnitten, aber nicht zu sehr. Und die hat diese schönen, weiten, modernen Ärmel. Das liebe ich. So ein bisschen freier ist man da an den Armen, bei Hitze natürlich besonders gut. Man wirkt in dieser Bluse lässig, ist aber trotzdem angezogen. Also für den Job auch super. So, worauf ich bei weißen Blusen aus dem günstigen Bereich immer achte, ist, dass sie nicht zu transparent sind. Denn oft werden natürlich sehr dünne Stoffe verwendet, klar. So, diese ist sehr viel weniger transparent, als ich erst dachte. Also ich habe damit gerechnet, dass man irgendwie alles sieht, aber trotzdem würde ich darunter, also wenn ich jetzt über dem Top trage, alles kein Thema, aber wenn ich die jetzt geschlossen trage, dann würde ich darunter einen hautfarbenen BH tragen, der so fast meiner Hautfarbe entspricht, wie hier. Den sieht man dann überhaupt nicht darunter. Ich zeige euch das auch mal nebenan mit diesem BH darunter. Gehe auch mal näher an die Kamera, dann seht ihr das. Vor kurzem gab es übrigens ein Video, in dem ich erkläre, wie ich solche Blusen trage und binde. Ich verlinke es mal hier oben. Ja, wenn man einfach verschiedene Looks damit hinkriegen will oder die Bluse ein bisschen auf Figur bringen will, da habe ich ein paar Ideen für euch. Weiter geht's mit dieser Seersucker-Bluse. Die habe ich schon ein paar Wochen, da kann ich also auch sagen, die wäscht sich gut. Die muss nicht gebügelt werden. Seersucker besteht zu 100% aus Baumwolle und hat diese leicht wellige Struktur. Das macht das Material sehr angenehm im Hochsommer, weil immer so ein bisschen Luft zwischen Haut und Stoff zirkulieren kann. Ich finde es auch bei Bettwäsche total super im Hochsommer. Ich mag den Schnitt, diese kleine Schnürung in der Taille, macht einfach ein bisschen was her im Hochsommer, wenn man einfach nicht so viel anhat. Also wenn das dritte Teil fehlt, damit meine ich Unterteil, Oberteil und dann Jacke darüber. Das macht immer ein Outfit. Aber wenn man nur zwei Teile tragen kann, weil es einfach zu heiß ist, dann ja, ist so ein Basic-T-Shirt manchmal einfach zu langweilig. So, und das macht so ein bisschen was her. Super übrigens, wenn man eine A-Figur hat, also eher breite Hüften und schmale Schultern im Verhältnis dazu, dann wird die Taille ein bisschen betont, an den Schultern trägt das Ganze ein bisschen auf. Ja, und auch bei einer H-Figur wird es toll aussehen, weil es so ein bisschen Taille zaubert. Nur bei einer Y-Figur würde ich halt solche, ja, etwas ausgestellten Ärmel nicht tragen, weil es einfach noch zusätzlich Volumen addiert, wo man es eigentlich nicht braucht. Weiter geht's mit diesem Stricktop mit Herzausschnitt. Das habe ich auch schon eine Weile. Da kann ich also auch schon sagen, wäscht sich gut, muss man nicht bügeln. Fällt allerdings eine Nummer zu groß aus. Und dieser Rippstrick, der gibt halt so ein bisschen nach. Also da muss man eine Nummer runtergehen, wenn nicht sogar zwei, bei weniger Oberweite. Ja, man kann auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine kleine Oberweite hat, da kann man auch diese hähnchenfiletartigen Klebe-BHs einfach reinkleben. Dann steht auch oben nichts ab. Ja, und bei einer großen Brust geht das gar nicht, das Ding. Also da fliegt wirklich dann alles raus. Das Top ist inspiriert vom New Yorker Luxusmodelabel Kate. Die kreieren unglaublich schöne Teile aus Strick, unter anderem. Ja, und natürlich das Original, das sitzt dann noch den Tick besser, ist einfach Luxus pur. Aber ich muss sagen, das hier von H&M ist schon sehr gut. Und ja, ich habe es direkt in drei Farben gekauft. Warum? Ja, weil ich einen Knall habe, wenn es um Mode geht. Aber ich muss auch sagen, ich trage es auch sehr oft. Also die Cost per Wear sinkt auch immer weiter. Und ich trage es am liebsten zu Hosen oder Röcken mit hohem Bund. Und stecke es dann rein. Dann habe ich noch ein Kleid aus Seersucker gefunden. Auch wunderschön luftig, unkompliziert, bei Hitze einfach drüber ziehen, fertig. Ja, und der mitgelieferte Bindegürtel ist super. Ja, wenn man zum Beispiel ein bisschen Bauch hat, dann kann man den locker seitlich binden. Über dem Bauch am besten. Und ja, dann wird der Blick einfach nicht so in die Körpermitte gelenkt, wie bei einem andersfarbigen Gürtel. Das Ganze verschwindet so ein bisschen unter den Stofffalten. Auch der V-Ausschnitt ist sehr schmeichelhaft, wenn man eine große Oberweite hat oder breite Schultern. Ja, und diese Dreiviertelärmel sind auch super, stehen den meisten Frauen sehr gut, weil einfach der Blick durch diesen Saum hier an dieser Stelle auf eine schmale Stelle des Arms, nämlich das Handgelenk, gelenkt wird. Wenn ihr natürlich die Taille betonen wollt, könnt ihr auch einen andersfarbigen Gürtel dazu kombinieren. Das sieht aber noch diesen Tick edler aus. In Schwarz ist das Kleid zeitlos, elegant und schwarz im Sommer ist dieses Jahr auch sehr angesagt, aber gefällt nicht jedem. Manche finden es ein bisschen trist im Sommer. So, für die ist vielleicht dieses leuchtende Grün etwas. Ist ja momentan oder war im letzten Jahr schon sehr angesagt, jetzt immer noch. Und ist natürlich nicht so zeitlos. Aber wenn ihr diese Farbe liebt, dann lohnt sich sowas. Dann könnt ihr sie auch in 3 Jahren noch tragen. Und, oder dann könnt ihr, dann werdet ihr sie in 3 Jahren noch tragen. Darum geht es, dass man sie auch wirklich trägt.
Und dann wird es nämlich nirgendwo mehr zu kaufen sein, die Farbe. Das ist ja generell mein Tipp. Wenn es Trends gibt, die euch sehr gefallen, die zu eurem Stil passen oder auch zu eurer Figur, dann legt euch 2-3 Teile davon zu, denn in ein paar Jahren gibt es diese Sachen nirgendwo mehr zu kaufen und dann ärgert man sich schwarz. Das ist genau wie mit den Wickelshirts, von denen ich schon 125 Mal gesprochen habe in meinen Videos, die es irgendwie seit Jahren nicht gibt am Markt, die ich aber liebe und ich freue mich auf den Tag, wenn sie zurückkommen. Mein Tipp, bevor man irgendwas kauft, denkt an die Cost per Wear, also Preis geteilt durch Anzahl der Male, die man es trägt. Ja, wenn ihr so ein Kleid jetzt seht im Shop, dann überlegt euch, wie oft sehe ich mich das im Alltag tragen? Bei welchen Gelegenheiten werde ich das tragen? Kann ich das zu 3 verschiedenen Anlässen tragen oder nur zur Taufe von der kleinen Annalena? Dann lohnt es sich eventuell nicht. Dieses limettenfarbene Kleid habe ich euch auch schon mal gezeigt im Video. Das steht mir den Tick besser als das Seersucker-Kleid, einfach weil die Länge für mich besser ist. Ich bin 1,72 übrigens. Das Seersucker-Kleid ist eher was für kleinere Frauen, das ist eher was für große Frauen. Also wenn ihr diese Midi-Länge wollt, weil diese sehr kurze Länge oder die Länge unterm Knie ist nicht so angesagt im Moment und mein Auge ist irgendwie so trainiert, lange Röcke zu bevorzugen. Aber tragt, was euch gefällt. Das ist ganz klar. Ich bin sehr von der Mode beeinflusst als Mode-YouTuber und habe halt einfach meinen eigenen persönlichen Geschmack, den ihr auch haben solltet. Das Leinkleid ist etwas teurer als das aus Seersucker, aber hier sehe ich die Cost per Wear auch sehr schnell sinken, weil man das im Job tragen kann. Zum Beispiel kann man dann auch einen edlen Ledergürtel dazu tragen und hat gleich einen ganz anderen Look mit diesem Kleid. Ja, dann kann man es auch wieder in der Freizeit, im Urlaub tragen. Es passt irgendwie überall hin und es ist einfach unkompliziert. Anziehen, fertig. Diesen Leinenschal finde ich super als Layering-Teil für den Sommer, für den Urlaub. Also da hat man auch wieder so dieses dritte Teil, wenn es sehr heiß ist draußen und man eine Jacke nicht ertragen kann. Zum Beispiel Jeansjacke ist ja irgendwie so der Klassiker im Sommer, aber ist sehr dick, ist einengend und so ein Schälchen ist doch was anderes. Der Schal wirkt modern, cool, kein bisschen altbacken und gibt es in zig Farben, soweit ich mich erinnere. So, weiter geht's mit diesem hellblauen Kleid für einen besonderen Anlass. Ist auch wieder ein bisschen teurer, aber absolut erschwinglich. Für einen besonderen Anlass muss man ja immer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und ich empfehle dieses Kleid für Frauen so ab 1,70, weil es doch recht lang ist. Es ist aus einem sehr schönen Material und dieser asymmetrische Schnitt ist einfach was Besonderes und auch wieder sehr schmeichelhaft. Lässt einen immer ein bisschen schlanker wirken. Weiter geht's mit einer Sandale. Bei der war ich überrascht, dass die überhaupt bequem ist und dass man Halt darin hat mit diesen 3 Riemchen. Aber hat man komischerweise. Ich dachte, ich probiere es mal. Ist aber auch wieder eher was für einen schmalen Fuß. Also bei H&M darf man nicht mit breiten Füßen ankommen anscheinend. Und gerade Leder, dieses Leder gibt nicht so schnell nach. Also ich habe Größe 41 und habe per se schon einen schmalen Fuß. Ich kann mir vorstellen, ja, Größe 36, dann ist das hier einfach, da ist hier einfach sehr wenig Platz. Was ich mag an der Sandale, sie ist so unauffällig und hat fast die Farbe meines Beins. Und ja, damit staucht da unten nichts. Das Bein wirkt immer länger. Solche Sandalen trage ich übrigens sehr gerne zu Shorts oder kurzen Röcken. Einfach, weil sie beinverlängernd wirken. Das Bein wirkt deutlich länger, wenn man solche Schuhe trägt. Ist gerade toll, wenn man eine A-Figur hat oder eine X-Figur. Also so ein bisschen kräftigere Beine. Bei eher schmalen Beinen und im Verhältnis breiten Schultern zum Beispiel oder wenn man eine O-Figur hat, dann ist es nicht ganz so wichtig. Aber ja, also bei einer kurvigen Figur macht das immer schon einen Unterschied. Allerdings bei Cropped-Sachen, also Cropped-Hosen oder Midi-Röcken, da achte ich jetzt nicht darauf, dass die Sandale so dermaßen unauffällig ist. Wäre auch zu langweilig auf Dauer, wenn man immer nur so, ja, so Sandalen trägt, die man einfach nicht wahrnimmt. Da ist der Effekt auch nicht ganz so groß wie bei kurzen Sachen. So, diesen Wickelrock habe ich auch schon ein bisschen länger, wäscht sich auch wiederum gut. Ich mag die Asymmetrie. Ich hoffe, den gibt es noch im Shop. Muss ich mal schauen. Ja. Und ich trage zu solchen kurzen Röcken im Sommer am liebsten flache Schuhe. So machen es auch die Französinnen. Das ist so diesen Tick tragbarer. Das ist so ein kleiner Stilbruch. Und den Tick tragbarer, als wenn man jetzt hohe Schuhe zum Minirock trägt. Das, ja, das ist einfach too much. Also entweder ein hoher Schuh zu einem braven Rock oder ein flacher Schuh zu einem sexy Rock. Man kann aber auch brav zu brav oder sexy zu sexy tragen. Es liegt an euch. Ihr entscheidet. Dieser Kanal liefert nur Inspiration, aber keine Moderegeln. Ja. Weiter geht's mit einem Sonnenhut. Und können wir bitte festhalten, dass ein Sonnenhut an einem erwachsenen Menschen immer leicht bescheuert aussieht. Es liegt also nicht an uns, es liegt einfach an diesen Hüten. Wichtig ist aber, dass der Hut vor der Sonne vor der Sonne schützt. Wenn ihr aber ein bisschen ambitionierter seid, ihr wollt ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Hutformen, welcher Hut passt zu meiner Gesichtsform am besten, hier findet ihr ein Video dazu.
Also, diese Fischerhüte mit breiter Krempe und den Schnürchen sind momentan sehr angesagt. Gibt es von Loewe. Wo habe ich das denn noch gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Aber das ist H&M's Version dieses Trends. Finde ich ganz süß. Werde ich auch mit in den Urlaub nehmen und mal gucken, ob ich den trage. Weil eigentlich bin ich so ein Baseball-Cap-Girl im Urlaub. Aber der schützt halt sehr viel besser vor der Sonne. Und ich finde, er sieht auch gar nicht so bescheuert aus. Oder? Was sagt ihr? Weiter geht's mit zwei Korbtaschen, die ich im Sommer liebe. Weil die einfach zu allem passen, wegen der Farbe. Und ja, die versprühen so ein bisschen französisches Flair. Ja, sind einfach unkompliziert. Und die hier, die hat diese schönen cognacfarbenen Details, die sehr edel wirken. Die hat hier innen einen Beutel mit Reißverschluss. Das heißt, da ist man auch gut vor langen Fingern geschützt. Und die kann man über der Schulter tragen oder auch Crossbody mit diesem langen Henkel. Richtig toll. So, und dann sind ja nach wie vor die Minitaschen sehr angesagt. Die ist einfach so niedlich. Die erinnert auch an diese Korbtaschen von Loewe, die ja sehr beliebt sind, aber um ein Vielfaches teurer. Ja, und da kann man einfach das Nötigste verstauen. Die hat hier so einen kleinen Beutel mit Kordelzug. Da ist man also auch vor Diebstahl geschützt. Und weiß ich nicht, kann man zum Beispiel zum Städtetrip, ist schön leicht auch, ne, Korb, kann man beim Städtetrip tragen oder im Urlaub morgens zum Frühstück. Hoffentlich berühre ich jetzt wieder nicht mein Mikro. Also alle, die jetzt mit Kopfhörern hören, die verzweifeln. So, schaut mal. Die Länge kann man verstellen, also mag ich wirklich sehr. Und ich hatte euch auch noch zwei andere Korbtaschen gezeigt in den letzten Videos. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wenn ja, dann verlinke ich die auch und die sind nämlich auch superb. Weiter geht's mit Schmuck. Da habe ich zwei Teile gefunden. Eins ist ein Flop, das andere top. Zwei sehr ähnliche. Das sind Ohrringe in Herzform, die momentan sehr angesagt sind. Also diese Herzform gab es erst bei den Taschen, bei Chanel. Und jetzt gibt es sie auch bei den Ohrringen. Das ist H&M's Version davon. Und diesen mag ich nicht, weil schaut mal, der hängt total schief. Wieso haben die den Stecker an die Stelle gemacht? Der muss doch in die Mitte. Also ich bin bei sowas immer sehr pingelig. Also wenn ihr es auch gerne schief mögt, ist der vielleicht auch was für euch. Aber mir gefällt der hier besser, der hängende. Ich bin sowieso mehr ein Fan von großen Statement-Ohrringen. Und der hier sieht hochwertig aus. Ist ein süßes Accessoire, toll auch für Frauen, die Silber lieben. Silber ist wieder im Kommen. Also jetzt könnt ihr endlich wieder zuschlagen. Ja, also kann ich empfehlen. Dann habe ich noch diese weite Leinenhose. Super für alle Frauen, die High-Waist-Hosen hassen, so wie diese hier. Und seit Jahren immer nur High-Waist-Hosen überall sehen. Ja, und die ist also auch super für Frauen mit einem kurzen Torso, weil diese High-Waist-Hosen dann sehr stauchen. Oder auch mit breiten Schultern, viel Oberweite. Dann sieht dieses Low-Waist sehr gut aus. Und ich trage dazu jetzt ein etwas längeres Top. Also ich mag das nicht so extrem bauchfrei hier. Das ist für mich so an der Grenze. Also zu so einem kurzen Top trage ich am liebsten High-Waist, das nur so ein bisschen hervorblitzt. Aber ich würde jetzt da niemals eine Low-Waist-Hose zu tragen. Also jede von euch, die schon mal schwanger war, wir wissen warum. Dann zu dieser bauchfreien Bluse, die ich heute trage. Die wirkt so ein bisschen aufregend, aber trotzdem sehr edel. Die kann man auf zwei Arten tragen, nämlich einmal so schulterfrei. Zeige ich euch mal. Die hat übrigens hier diese Bänzel, die muss man abschneiden. Die bahnen sich auch gerade hier während des Videos immer wieder ihren Weg nach außen. So, die kann man so tragen. Und ich trage solche Blusen am liebsten zu High-Waist-Hosen, wie dieser hier. Ja, und es sieht einfach edel aus im Sommer zu einer Party oder zu, ja, weiß nicht, im Urlaub. Für abends sieht das immer sehr schön aus. Ist super für Frauen mit X- oder A-Figur, also so ein bisschen kurviger. Oder auch Frauen mit H-Figur, da zaubert's Taille, dadurch, dass die halt hier so ein bisschen breiter ist. Nur mit einer Y-Figur, also breiten Schultern und im Verhältnis schmalen Hüften. Da tun diese Blusen einfach nichts für einen, weil die hier einfach zu plusterig sind. Das ist hier oben einfach too much dann. Dieses orangefarbene Kleid hat einen sehr schönen Schnitt. Das hat man wirklich nicht immer in diesem Preissegment. Deswegen greife ich auch lieber zu einfachen Schnitten im günstigen Bereich. So, aber hier, da hat mich überrascht, dass der Schnitt so gut ist. Aber es ist schon sehr orange. Also mehr als ich so dachte. Also im Shop sah es doch etwas gedeckter aus. Also ja, da braucht man schon ein bisschen Farbe. Sei es von der Sonne oder aus der Tube. Und übrigens, ihr fragt mich immer wieder, welche Selbstbräuner ich verwende. Bei Instagram kriege ich irgendwie alle zwei Tage eine Message. Also ich verlinke die nochmal unten. Ich habe nämlich sehr gute Selbstbräuner. Ich habe schon wirklich hunderte getestet. Ich bin auch eher ein blasser Typ. Und ich mag das, wenn man ein bisschen Bräune hat, dann ja, man wirkt einfach sehr viel frischer, ausgeschlafener und man kann auch mehr Farben tragen, ohne dass sie einen blass machen. Dann nochmal kurz ein Flop-Teil. Also dieses Töpfchen hier, Stichwort Schnitt.
ganz komisch geschnitten. Das steht unter den Achseln total ab. Dann dieser Farbton, das sieht aus wie ein ausgewaschenes Schwarz. Also wie ein schwarzes Top, das schon 100-mal gewaschen wurde. Nee, dann kaufe ich lieber Secondhand, anstatt ein niegelnagelneues Teil, das aussieht, als wäre es schon 10 Jahre alt. Ja. Und auch dieses, ja, weiß ich nicht, das steht halt wirklich an der falschen Stelle total ab. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen Bauch hat, kann man den damit nicht kaschieren, weil er dann unten rausguckt. Nee, also das geht wirklich gar nicht. Also was die Schnitte betrifft, muss ich sagen, im günstigen Bereich ist es oft ein Überraschungspaket. Also gerade bei Zara, da ist es ganz schlimm. Also, da empfehle ich auch, sich das nicht allzu oft anzutun, weil die Sachen sind oft so verschnitten und wir Frauen geben uns dann oft selbst die Schuld. Hätte ich doch 5 Kilo weniger und so. Nee, es liegt wirklich nicht an euch, es liegt an denen, vertraut mir. Dann habe ich noch eine Culottehose, zeige ich ja sehr selten hier auf dem Kanal, aber viele von euch haben mich schon angeschrieben und gesagt, wieso zeigst du denn die Culottes? Heute seht ihr eine. Die ist aus Baumwolle, die fällt groß aus, überraschenderweise, also erfreulicherweise, fällt die mal zu groß aus statt zu klein. Eine ganze Nummer, würde ich sagen, ja. Und die ist super, ja, wenn ihr solche Hosen einfach liebt. Manche, also entweder man liebt Culottes oder man hasst sie, glaube ich. Und ich würde einfach dazu ein bisschen was Cooleres, wie ein Tanktop oder ja, einfach was Lässiges kombinieren. Sonst wirkt es schnell mal ein bisschen brav. Aber so eine Hose ist wirklich super, wenn man nicht so gerne Shorts mag im Sommer. Kann man super im Büro tragen oder halt in der Freizeit. Wie gesagt, einen coolen Tanktop und vielleicht eine schöne Sandale dazu und fertig. Und ich sehe euch jetzt schon schreiben, nee, mit Tanktops fühle ich mich zu nackig. Dann tragt darüber einfach eine schöne Leinenbluse, entweder offen oder ihr macht einen Knoten rein. Wie gesagt, da habe ich ja das Video dazu verlinkt. Also offen und einfach einen Knoten da rein. Sieht auch sehr gut aus. Ja, einfach die Jacke, das dritte Teil, durch eine sehr schön leichte Leinenbluse oder Baumwollbluse ersetzen. So, weiter geht's mit... Ach ja, dieses khakifarbene Kleid in Sanduhr-Silhouette gefällt mir auch sehr gut, hat auch wieder eine schöne Länge. Wie gesagt, ich bin 1,72, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das bei euch ausfällt. Und ja, das hat auch wieder diese schmeichelhaften Dreiviertelärmel. Und Khaki war lange Zeit weg in der Mode, da war ich auch ein bisschen traurig. Ich mag nämlich Khaki sehr. Wem steht Khaki am besten? Also softe Herbsttypen sehen darin top aus. Also wenn ihr... ja, so eine vermischte Augenfarbe habt, die so ein bisschen wärmer ist, irgendwas so grün, braun, Bernstein, dann seid ihr wahrscheinlich ein softer Typ und diese Farbe sieht toll an euch aus. Aber auch Sommertypen, die so ein bisschen Bräune haben, sei es von der Sonne oder aus der Tube, wie gesagt, sehen den Khaki auch sehr gut aus, weil sie generell in vermischten Farben sehr gut aussehen. Wenn sie ein kühler Sommertyp sind, normalerweise in kühlen Tönen. Khaki ist ein warmer Ton, aber wenn man so ein bisschen Bräune hat, dann kann Khaki auch sehr gut aussehen. Dann vielleicht so einen schönen orangefarbenen Lippenstift dazu, jetzt übertreibe ich, oder? Oder so einen Korallenton, der ist nicht ganz so warm. Oh, das stelle ich mir schon sehr schön vor. Dann habe ich noch diese Printhose gefunden aus Baumwolle. Die erinnert so ein bisschen an Dior. Die haben diese Toile de Jouy Prints. Das ist jetzt mehr ein Blumenprint, aber sieht so ein bisschen so aus. In diesem Farbmix wirkt es einfach sehr edel. Die Hose fällt auch wieder so riesig aus. Komisch, ne? Also eine Nummer kleiner würde ich da nehmen und die sitzt jetzt auch so ein bisschen auf der Hüfte. Also wenn man die kleiner nimmt, dann wird die auch etwas höher sitzen. Ja, und mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Dann habe ich noch dieses grüne Häkelset vom Mango. Ihr seht, ich bin dieser Farbe verfallen. Ja, das ist einfach toll, wenn ihr ein bisschen extravaganten Stil habt. Es wirkt einfach sehr stimmig, wenn man so ein Set trägt. Dann schöne flache Sandalen dazu. Stelle ich mir toll vor auf Ibiza. Ich fliege ja demnächst nach Ibiza. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, aber da kann man ja wirklich alles tragen. Also da wird man nie schief angeguckt. Das liebe ich an dieser Insel. Da gibt es einfach viele bunte Vögel mit sehr individuellem Style. Und da würde ich mich auch ein bisschen wieder mal inspirieren lassen für meine Videos. Ja, und diese Hose hat eine eingebaute Unterhose, damit man nichts sieht. Das Oberteil allerdings nicht. Da würde ich dann einfach einen schwarzen BH drunter tragen oder ein schwarzes Bikini-Oberteil und fertig. Und mir fällt gerade ein, ich habe diese Häkelweste ganz vergessen. Da würde ich auch einen schwarzen Bikini drunter anziehen. Und die ist einfach auch eine schöne Alternative zu T-Shirt oder Top. Ne? Also einfach mal was Aufregenderes, wenn man nicht 3 Teile trägt im Sommer. Und ja, auch dazu fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also irgendwie habe ich auch schon sehr viel geredet in diesem Video. Deswegen mache ich jetzt einfach mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir unten rein, wie ihr meine Auswahl heute fandet. Ja, hier verlinke ich jetzt noch ein Video zu Sommerkleidern, die uns attraktiver machen. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das Glöckchen. Und wir sehen uns in 4 Wochen diesmal, weil ich, wie gesagt, in Urlaub fliege und neue Inspirationen fürs nächste Video mitbringe. Bis dann, ihr Lieben!